Hallöchen, meine Lieben. Willkommen zu meinem neuen Video, zu meinem nächsten Video. Eins habe ich gerade schon gedreht. Jetzt habe ich noch ein Unboxing-Video für euch und zwar kam die Teambox an. Momentan meine liebste Box von den ganzen Brand News Boxen, wie ihr wisst. Ist ganz schön schwer und es hat gerade so ein bisschen geklirrt, als ich die hier hingestellt habe. Also ihr wisst, sie ist blau. Wir öffnen sie mal. Also ich hoffe, die ist wieder sehr, sehr gut. So. Ups. Okay, also schauen wir mal. Fabelhaftes für Teamgeist und Bürofee. Okay, also ich bin gespannt. Das Newsmagazin zum zweiten. So. Gott. Die sieht wieder so gut aus. Okay, also fangen wir mal an. Und zwar das hier. Okay, von Davert Lentil Chips Sea Salt, also Salz und Pfeffer. Okay, ich wollte nämlich gerade sagen, ich hatte die schon mal, also die waren schon mal in der Box und zwar waren die. Nee, das waren Kokoschips, genau, Kokoschips, aber die waren süß und salzig und das hat irgendwie nicht gepasst und die habe ich damals verschenkt. Aber das sind jetzt normale Chips mit Salz und Pfeffer, also könnte schmecken von Davert. Wisst ihr, gibt es bei DM, glaube ich. 50% weniger Fett als herkömmliche Kartoffelchips. Also das hier. Also, dann gibt es hier endlos viele Getränke. Und zwar einmal hier. Relax, be positive, good happens. Train, creamy, mixed berry. Okay, was ist das? Ein Erfrischungsgetränk mit Kräuterextrakten und dem Geschmack von fruchtigen Beeren. Okay, also ich dachte jetzt, das wäre ein Energy. Leider nicht so. Aber das soll also gut sein. Positiv relaxen. Natürliche Kräuterextrakten und Grünteeextrakten. Mein Gott, schwierige Sprache, Leute. Also hier, ich denke mal, das ist, damit man wieder besser denken kann. So ein Erfrischungsgetränk. Verpackung finde ich ganz süß. Würde ich auch trinken. Finde ich cool. Ach ja, zwei Stück. Produkte sind ja manchmal doppelt drin. Genau, also das hier. So, dann geht's weiter und dann ist hier noch was drin. Und das kenne ich, das, oder? Habe ich das verschenkt? Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte das mal, das war auf jeden Fall schon mal drin. Und zwar das hier, hier ist so ein Sixpack drin. Also so sieht die Flasche aus. Und zwar ist das San Bitter. Und hier oben steht drauf, wie man es trinkt. Ne? Nee, was hier drin ist. Ach nee, nee, ich dachte, hier wäre Alkohol drin. Nein, das ist ein Erfrischungsgetränk mit Zitrus-Kräutergeschmack. Genau, das war aber mal drin. Ich glaube, ich habe es verschenkt und nicht getrunken. Und zwar steht, ist hier aber noch ein Cocktailrezept auf der Rückseite. Schaut mal. Sind die nicht süß, die kleinen Flaschen? Nee, ist auch alkoholfrei, das Rezept hier. Okay, also alles alkoholfrei, keine Sorge fürs Büro, darf man ja keinen Alkohol trinken. So. Finde ich auch eine süße Idee, vor allem das Ding, dass hier sechs Stück drin sind, kann man teilen mit seinen Arbeitskollegen, wenn man Lust hat. Ja, dann geht es weiter mit der nächsten Etage. Okay, so fangen wir mal an. Und zwar als erstes Müsli-Glück, Prinzessin auf der Beere, Goji-Bären, Chia, Ingwer und Karadom. Okay, wie oft gab es schon dieses Müsli-Glück in den Boxen? Ich kann es ganz ehrlich nicht mehr sehen, auch wenn ich diese Sorte noch nicht hatte. Es sieht genauso aus von innen wie das andere Müsli, was ich aktuell noch aufhabe und esse. Ja, also ich muss sagen, das war mir jetzt schon zu oft drin. Ja, aber es ist nicht schlecht, es ist nicht schlecht. So, dann noch etwas, was schon drin war, und zwar Mandelzuckerfrei. Das hier Mandelmilch von Joya oder so, vegan. War schon mal drin in der Box, habe ich aber noch nicht ausprobiert, muss ich gestehen. Dann ist hier noch ein Tee von Milford, Johannisbeere, Kirsche, Früchtetee. Schwarze Johannisbeere und Kirscharoma. Klingt auch lecker. Aber ich bin nicht so der Früchtetee. Ich glaube, ich werde es verschenken. Ich glaube ja. Aber ist egal. Hier, also das hier. Verpackung ist süß, könnte lecker schmecken. Genau, das hier. Dann ist hier noch drin.
Oh, mal was Gutes. Haha, kennt ihr das? Es war auch mal in der Box drin von Jacquet. 5 Mini-Brownies mit Schokoladenstückchen. Oh mein Gott, das war so, so lecker. Das war echt geil. Das hier. Und dann ist hier noch was drin. Und zwar noch 3 Produkte. Ach, das ist Pouch von Berio. Berio. 2 Portionen. Warm genießen, fertig in 3 Minuten. Acai und Goji-Beere. Immer das hier. Dann einmal Lukuma und Kakaonips, das hier. Und Chia, das hier Superfood. So, und das war's. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Also die letzte hat mir besser gefallen. Die gefällt mir jetzt nicht so gut. Sie ist mir zu getränkelastig. Da ist ein Tee drin. Dann sind hier diese beiden Dinger drin. Dann die Mandelmilch war drin. Dann Müsli ist hier drin. Dann das hier, das ist auch fürs Frühstück. Dann Tee. Eine Packung Chips und mir fehlt da ein bisschen der Snackkram. Also mir fehlt da ein bisschen mehr Snackkram. Also ja, aber ansonsten finde ich sie ganz okay. Nur halt zu getränkelastig. Ja, aber nun gut, die nächste wird hoffentlich wieder besser sein. Lasst mir Feedback da, wie hat euch diese Box gefallen? Das würde mich interessieren. Und ja, ansonsten wünsche ich euch dann noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!